Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dagi LP. Ja Leute, heute eine ganz besondere Folge, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir heute das vierte Schuljahr beenden werden und ins fünfte Schuljahr kommen. Aber ich habe ja schon letzte Folge gesagt, dass es heute sehr wahrscheinlich die letzte Folge werden wird oder die vorletzte Folge. Da komme ich gleich drauf zu sprechen, wo ich euch dann natürlich sage, wie das jetzt weitergeht. Aber Leute, kurzer Hinweis, das werde ich nicht diese Folge, sondern morgen die Folge machen, weil ich finde es eigentlich besser, wenn... Ja, wenn sich der Rhythmus dann zum Ende der Woche ändert und nicht irgendwo dazwischen, weil heute ist ja Samstag, morgen ist Sonntag für euch und deswegen würde ich gerne morgen in der Sonntagsfolge nochmal genau erklären, wie das jetzt weitergeht. Ich werde dann wahrscheinlich den Anfang vom fünften Schuljahr morgen in die Folge reinbringen und dann werde ich euch auch erzählen, wie es weitergeht und so fort und ne, ihr werdet auf jeden Fall alles erfahren, morgen spätestens 100% und ich werde ja heute, denke ich mal, auch noch so ein bisschen drauf eingehen. Aber ja, ich möchte halt gerne diese Woche noch zu Ende bringen mit dem Projekt und dann halt den Rhythmus ändern, damit es einfach nicht so plötzlich und abrupt rüberkommt. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Mir ist das persönlich wichtig. Und ja, deswegen, wir befinden uns hier immer noch in Dumbledores Büro. Letzte Folge hat uns die gute Madame Ragepick so ein bisschen was erzählt. Wir lernen was über Flohpulver wahrscheinlich im fünften Schuljahr. Sie ist jetzt Lehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das heißt, sie wird nur noch ein Jahr dabei sein, was ich jetzt schon weiß, weil der Platz ist verflucht und das spielt hier vor Harry Potter. Das heißt, es wird definitiv ihr Ende sein. Ich frage mich nur, wie es ihr Ende sein wird, denn irgendwas muss ja am Ende passieren nach dem fünften Schuljahr. Entweder sie wird gefeuert, sie wird getötet, sie wird verletzt, keine Ahnung, aber wir werden es rausfinden, Leute. Aber wir haben jetzt noch diese Koloportus-Aufgabe. Ich habe ja normalerweise immer gesagt, dass ich die innerhalb der im Off vorbereiten möchte. Dazu stehe ich eigentlich auch, aber ich möchte gerne diese Aufgabe jetzt nochmal kurz mit euch zusammen machen, weil ich denke, dass es auch gar nicht so verkehrt ist, um einfach nochmal so ein bisschen random zu reden, weil das hier wird eine random Redefolge, Leute, wo ich einfach mal so ein bisschen was zu dem Projekt sage und auch so ein paar Aussichten und morgen dann die fundierten Infos, wie das ganze Projekt weitergehen soll. Und ja, ich würde gerne aber diese Folge nochmal dafür nutzen, weil wenn ich jetzt diese Aufgabe mache, muss ich nicht so viel dabei vorlesen, weil ich werde die Vorbereitung der Aufgabe nicht vorlesen. Also ich werde die Zeilen nicht vorlesen, sondern einfach frei darüber sprechen, was mir das Projekt mittlerweile bedeutet, weil wir sind ja jetzt schon bei über 130 Parts und wie es weitergeht, halt auch so Vermutungen, Ideen, was ich so mir vorstelle. Und genau das werdet ihr jetzt mitverfolgen und ich drücke hier mal auf Los. So, und ich hoffe, das kommt jetzt nicht so irgendwie rüber, als würde ich einfach nur Zeit schinden wollen. Das stimmt nämlich nicht. Aber ich weiß einfach, wenn ich jetzt hier die Story ganz normal weitermache, dann lese ich ja die ganze Zeit die Texte vor und bin in der Story gefangen und so. Und das möchte ich halt für diese Folge nicht, weil ich halt auch gerne was erzählen möchte. Deswegen, Leute, mache ich das jetzt so. Und wir drücken mal hier auf das Bild und drücken nochmal auf Peeves. So, da haben wir nämlich nochmal zwei Gratis-Energiepunkte und dann einmal hineinspaziert und Koloportus lernen, Leute. Los geht's! Aber ihr ahnt es wahrscheinlich schon, wir müssen den Unterricht jetzt dreimal machen. Aber wie gesagt, es geht ja auch nicht um dieses Let's Play jetzt gerade, sondern um das, was ich jetzt in dieser Folge erzähle. Deswegen, Leute, wir fangen mit einer 8-Stunden-Aufgabe an. Let's go! Und ich werde ordentlich blechen. Wird aber auch sehr wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass ich blechen werde. Weil, ja, ich denke mal, wenn ich jetzt ab nächster Woche den Rhythmus ein bisschen ändere, werden weniger Folgen pro Woche kommen, also nicht mehr täglich. Sondern ich bin, also ich habe die Idee, dass ich versuchen möchte, 2 Folgen pro Woche zu bringen, weil ich dann in einem Rhythmus wäre, wo mir Hogwarts Mystery entgegenkommen würde, eben so, dass ich, 2 Folgen pro Woche mache, dann kommt ein neues Update, die Story wird erweitert und dass ich dann nicht irgendwie mit der Story in Konflikt komme, wisst ihr, was ich meine? Weil, wenn es da nicht weitergeht, oh, scheiße, dann kann ich natürlich auch das Let's Play nicht weiterführen. Und deswegen wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn ich erstmal weniger Folgen mache, damit einfach, ja, die Folgen regelmäßig kommen und ich nicht irgendwann sagen muss, okay, die Story geht jetzt nicht weiter, Leute, sorry, jetzt muss ich erstmal eine Woche Pause machen. Das möchte ich nicht. Ich möchte einfach nur den Rhythmus einfach ein bisschen minimieren, sage ich mal, damit ich auch, nicht in Konflikt mit den Updates komme. Das ist jetzt natürlich die Frage, da müsste man jetzt natürlich genau ausrechnen, wie viele Folgen könnte ich pro Woche bringen, damit es halt, damit alles passt. Das ist jetzt hier die große, große Frage. Und ich hole mir jetzt erstmal ein paar mehr Energiepunkte, weil die brauchen wir jetzt. Das ist die große, große Frage, die ich mir selber halt noch stelle. Ich denke, 2 Folgen pro Woche könnten eigentlich ziemlich passend sein.
Könnte mir aber auch durchaus vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen mehr oder auch vielleicht ein bisschen weniger sein könnte. Ist schwierig. Also, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, kommt halt einmal die Woche von Hogwarts Mystery ein neues Update, wo dann eben auch, ja, ich glaube, ein Kapitel ergänzt wird. Muss ich mir aber auf jeden Fall jetzt nach dieser Folge nochmal genau angucken, damit ich den Rhythmus genau weiß. Und danach kann man dann natürlich entscheiden, wie viele Folgen pro Woche kommen. Und ich denke, ich werde mich da auch so ein bisschen nach den Tagen orientieren, wo kein Let's Build Hogwarts kommt. Weil Let's Build Hogwarts kommt ja viermal die Woche. Montags, mittwochs, freitags und sonntags. Und ich würde gerne... Also mein Wunsch, mein Traum wäre es, 3 Folgen Hogwarts Mystery pro Woche zu bringen. Und zwar immer an den Tagen, wo kein LBH kommt. Das wäre meine Traumvorstellung, weil ich finde, 3 Folgen, das ist immer noch genug, um einfach immer so, ja, das Gefühl zu haben, dass es weitergeht und dass man vorwärts kommt und so. Und, ja, scheiße, jetzt habe ich das Falsche genommen, da war 40 Empathie. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, sorry, Leute. Das wäre so meine Traum... Alter, was ist denn jetzt los? Jetzt zerkacke ich hier aber ordentlich, Leute. Aber ist ja egal, ist ja nur Roven. Das wäre so meine persönliche Traumvorstellung, ehrlich gesagt. Und ja, mal gucken, ob wir das hinbekommen. Also 3 Folgen pro Woche wäre meine Traumvorstellung. 2 Folgen wären okay. 1 Folge pro Woche fände ich ein bisschen wenig dafür. Ja, das ist für ein Let's Play, glaube ich, auch nicht so cool, weil man dann eine Folge sieht und dann bis zur nächsten Woche wahrscheinlich schon vergessen hat, was die letzte Folge überhaupt passiert ist. Aber ja, ich finde, das ist bei 2 bis 3 Folgen in der Woche nicht mehr so das große Problem. Deswegen wären mir diese Anzahlen lieber als eine Folge pro Woche. Aber mal gucken, ob wir das so einigermaßen gewuppt bekommen. Ja, zum Let's Play selber möchte ich natürlich an dieser Stelle auch nochmal was sagen, weil es begleitet mich jetzt schon eine ziemlich lange Zeit und ziemlich viele Folgen. Und das finde ich echt beeindruckend, weil ich niemals gedacht hätte, dass dieses Let's Play so lange gehen wird. 130 Folgen, Leute, das ist nicht ohne. Das ist definitiv nicht ohne und das ist damit auch, lasst mich nicht lügen, das zweitlängste Projekt auf meinem Kanal. Nee, stopp, das drittlängste. Die Faktenvideos sind auf Platz 2 und Hogwarts Mystery ist auf Platz 3 der längsten Projekte, die ich je auf meinem Kanal gemacht habe. Und dementsprechend verbinde ich natürlich auch was damit, weil, ja, ein Projekt, was man so lange betreibt, was man so lange verfolgt und wo man so lange hinterher ist, das hat man natürlich auch irgendwo ins Herz geschlossen. Und ich liebe es einfach, wenn ich jetzt hier mitbekomme, wie ihr zum Beispiel der Story hinterher fiebert. Und ja, das macht für mich dieses Projekt auch aus, weil, ja, man fiebert einfach mit den Charakteren mit. Man freut sich, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und diese ganzen Plot-Twists, die teilweise dann noch entstehen, das ist einfach super, super toll, Leute. Und deswegen, ja, freue ich mich einfach, dass ihr auch die ganze Zeit so zahlreich am Start gewesen seid. Die erste Folge hat ja über 150.000 Views, Leute. Das ist richtig heftig. Und, heute machen die Folgen immer noch über 10.000 Views. Das ist natürlich ein Riesenunterschied im Vergleich zu 150.000 Views. Aber auch 10.000 Views pro Folge, das ist völlig super. Also, die Leute gucken diese Folgen, die Leute feiern diese Folgen. Also, ihr feiert diese Folgen. Und, das finde ich echt mega nice. Also, muss ich mal so sagen, Leute. Das ist, denke ich, klar. Aber ich hätte es am Anfang auch nicht so für möglich gehalten, weil ich am Anfang auch das Gefühl hatte, dass die Story vielleicht nicht so interessant ist. Also ich meine mit nicht interessant, dass die vielleicht, ja, halt ihre Schwachstellen hat, von denen wir ja auch alle wissen. Aber, keine Ahnung, irgendwie... Nö, irgendwie hat sich das dann mit der Zeit ausgependelt. Am Anfang war halt die große Kritik da, oh, es ist ein Spiel, was viel Geld frisst, es ist ein Spiel, wo man wenig Zeit reinstecken kann. Aber wenn man die Intention hat, einfach nur ein Spiel zu haben, wo man, ja, ein bisschen drin rumtippen kann, wo man einfach so ein bisschen Zeit mit vertrödeln kann und wo man, ja, einfach ein bisschen auf Dauer Spaß dran haben kann und nicht so, ja, dauersuchten kann. Das ist ja kein Spiel, wo man sich hinsetzt und dann 2 Stunden durchzockt, sondern das ist ein Spiel, was man an der Bushaltestelle zockt, im Bus, in der Bahn, im Auto als Beifahrer natürlich nur. Solche Spiele sind das und ich finde, in Anbetracht dessen macht das Spiel schon einen guten Job, auch wenn man natürlich sagen kann, dass eventuell diese Vorgehensweise von wegen Energiepunktesystem und so Point-and-Click-Adventure, dass das vielleicht vielen nicht zusagt, das kann ich verstehen, aber ich finde, allein die Story baut sich mittlerweile echt gut aus und wurde auch mit den Jahren immer interessanter, also ich meine jetzt nicht Real-Life-Jahre, sondern die Schuljahre hier. Und das finde ich ist ein durchaus positiver Aspekt, den man dem Spiel auf jeden Fall zugutehalten sollte, denn ja, es ist halt schön, dass man immer wieder neue Plot-Twists hat, dass Ben auf einmal ein Zauberer ist, der uns angegriffen hat, dass Madame Ragepick uns auf einmal hilft, dass Dumbledore uns endlich mal eine Strafe gibt, obwohl er uns immer eigentlich nur Hauspunkte zugesteckt hat und so weiter und so fort. Das sind alles echt coole Entwicklungen und ich bin nur gespannt, was noch auf uns zukommen wird.
Denn die Macher von Hogwarts Mystery sind ja stets dabei, neue Updates zu bringen. Und mit stets dabei meine ich wirklich stets dabei, weil, ja, wir haben laufend irgendwie neue Updates, die coole neue Sachen mit einbringen. Zum Beispiel, dass man Animagus werden kann, dass man Vertrauensschüler werden kann. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, Leute, dass man früher oder später auch noch ins Quidditch-Team kann, dass man vielleicht nach der Hogwarts-Zeit eventuell seinen beruflichen Weg in der magischen Welt bestreiten kann, weil, ja gut, das Spiel heißt Hogwarts Mystery, aber vielleicht könnte man ja Lehrer in Hogwarts werden, dann würde der Titel sich ja treu bleiben. Also, ich fände es cool, Leute, ich fände es mega cool, wenn man eine Karriere als Lehrer auf Hogwarts anstreben könnte. Und ja, mal abwarten, was da so auf noch, was auf uns so noch zukommt. Und nur weil sich der Rhythmus von dem Projekt jetzt ändern sollte, heißt das auf gar keinen Fall, dass dieses Projekt irgendwie, ja, nicht mehr existiert. Ganz und gar nicht. Ich werde immer dieses Projekt hier bringen und, werde euch bis zum Ende der Geschichte mitnehmen. So oder so, auf jeden Fall. Psst, gib mir den Zettel. Achso, ich wollte das ja nicht vorlesen, stimmt. So, einmal rüberwischen, so. Yo. Aber ich freue mich wirklich, Leute. Also ich freue mich, dass wir das einfach bis jetzt so gut durchgezogen haben. Und ich glaube, ich bin auch ziemlich gut dabei mit Level 29 und 22 bei jedem Attributwert. Wir haben fast alle Klamotten gekauft. Wir haben alle Haustiere. Wir sind Vertrauensschüler. Wir sind Animagus. Wir haben echt viel erreicht. Wir haben jedes Jahr den Hauspokal gewonnen. Was jetzt nicht unbedingt eine Leistung war, fand ich jetzt. Also es war nicht unbedingt mega schwer. Aber trotzdem, ich finde, man kann sich damit brüsten. Und ja, mal sehen, wie das Ganze noch weitergeht. Und ich freue mich vor allem auf das 7. Schuljahr, weil wie geht das Spiel bitte zu Ende? Oder geht es überhaupt zu Ende? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel zu Ende geht. Ich glaube, es muss irgendwo ein offenes Ende eingebaut werden. Da möchte ich eigentlich nicht mal den Machern des Spiels irgendwelche Pluspunkte zurechnen, sondern eher, ja, Kritik, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie das Spiel also mit einem offenen Ende ausstatten, damit man immer wieder weiterspielen kann. Weil wenn das Spiel irgendwann ein Ende hat, dann spielt man es ja nicht mehr und dann kriegen die auch kein Geld mehr. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie am Ende irgendwas machen werden, dass man ein offenes Ende hat, wie zum Beispiel, dass man Lehrer wird oder einen Job eben wählen muss. Ich denke mal, warte mal, im 5. Schuljahr waren doch auch diese Gespräche mit der Hauslehrerin bezüglich der beruflichen Zukunft. Ja, das war im 5. Schuljahr. Das heißt, das müsste ja eigentlich auch kommen. Und vielleicht spoilert das schon so ein bisschen, ob meine Theorie stimmt, dass man, ja, Lehrer werden könnte oder im Zaubereiministerium arbeiten könnte. Mal sehen, ob ich recht behalte. Ich bin sehr gespannt. So, damit haben wir jetzt die Aufgabe auch geschafft. Ich nehme wieder Empathie. So, zaubern und ja, dann einmal zack und zack. Dann haben wir jetzt 2 8-Stunden-Aufgaben gemacht, Leute. Plus jetzt nochmal die eigentliche Lektion, die wir jetzt fertig machen werden. So, ja, da freut sich der Daniel. Super. Ja, Daniel, super, super, super. Ja, komm, freu dich noch ein bisschen. So, dafür kriegen wir wieder Empathiepunkte und 10 Hauspunkte einsammeln. So, und Koloportus haben wir damit gelernt, Leute. Und das bedeutet jetzt wiederum, wir gucken mal gerade eben auf unsere Anzeige. Also, wir sind bei Wissen momentan am weitesten. Wir sind Level 29 und hier, ja, haben wir einen relativ hohen Abstand von über 500 Punkten, Leute. Also, wenn das mal keine Ausnahme ist. Und ich habe 837 Punkte alleine gemacht. Das ist einfach mal so viel, wie alle 3 nachfolgenden Plätze zusammen haben. Also, Jane, wenn du mich hörst und wenn du noch hier bist oder so. Ich bin krass, ja? Achso, wir müssen da drauf drücken. Ich dachte gerade schon. So. Dann einmal raus hier. Und ein letztes Mal noch hier rein und jetzt die richtige Lektion. Jetzt lese ich auch wieder vor, Leute. So, hallo Professor Flitwick, ich möchte gerne was lernen. Guten Morgen, liebe Schüler. Leider muss ich heute damit beginnen, Ihnen zu sagen, dass ich sehr verärgert bin. Oh, was haben wir gemacht? Die Tür zu meinem Klassenzimmer wird immer wieder von Schülern offen gelassen. Und ich will gar nicht erst über die Tür zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum reden. Ich kann Ihnen versichern, dass der Türklopfer außer sich ist. Heute lernen wir den Zauber Koloportus, den Sie nutzen können, um mehr Türen zu schließen. Okay. Und nur eine 3-Stunden-Aufgabe, das ist gut. Los geht's. Koloportus Vortrag. Wir beginnen mit einem Vortrag zum Sperrzauber Koloportus. Ja. Ja, dann werden wir jetzt nochmal unsere letzten Energiepunkte ausgeben, aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir für den gewonnenen Hauspokal, den wir ja safe bekommen werden, auch nochmal 150 Edelsteine bekommen. Und ja,
Die werden wir auch gebrauchen, Leute. Die werden wir gebrauchen. Wissen nämlich... Ich habe eine Frage für Sie. Mal sehen, ob Sie die Antwort wissen. Frage beantworten. Was ist der Gegenzauber für Koloportus? Reductio, Alomora, Türen verschließen, haben die gesagt, ne? Ja, dann würde ich Alomora sagen, ne? Ja, wunderbar, Leute, wunderbar. Hervorragend. Das höre ich gerne, Flitwick, dankeschön. So, Schwiegermutters Lieblingslächeln. Ja, natürlich, Leute. Ja, ich meine, das darf nie gestrichen werden. Das werde ich nur in meinem 7. Schuljahr machen, auf jeden Fall. Koloportus Vorführung. Ich werde jetzt den Sperrzauber vorführen, indem ich die Tür schließe, die jemand offen gelassen hat. Koloportus. Ja, da mach mal, Professor Flitwick. Ich schau dir auf jeden Fall voll gespannt über die Schultern. Also, ich guck dir immer über die Schultern, weil du sehr klein bist, aber du weißt, wie ich das meine. Es war jetzt kein Diss. Okay, war es vielleicht doch, aber ein indirekter. Tapferkeit. Warum jucken meine Augen wieder so? Ah! Dies ist der wichtigste Teil meiner Vorführung. Passen Sie genau auf. Konzentrieren. So, das haben wir auch wieder geschafft, Leute. Wir sind gut dabei. Wir sind sehr gut dabei. Vor allem, wir müssen uns ja gut anstellen, weil in der Schule war es bei mir damals so, immer in der letzten Stunde vor den Zeugnissen habe ich mich immer voll angestrengt, was eigentlich voll der Fehler war, weil das nicht mehr gewertet wird. Ja, und so tue ich jetzt auch hier in Hogwarts. Der letzte Unterricht, ich hau nochmal richtig auf die Kacke, obwohl es nichts bringt. Dagi dumm und so. Bitte achten Sie darauf, der Text und die Diagramme an der Tafel werden Ihnen helfen, die Lektion zu verinnerlichen. Okay, Flitwick, danke für die Info. Ich darf jetzt gleich erstmal wieder blechen, ne? Würde ich sagen. Oh. Ja, dann würde ich sagen, wie viele gönnen wir uns denn? Ach komm, eine kleine Packung sollte reichen. So. Und Frage stellen und Rowan zuhören, ja klar. So, das nochmal. Ja, doch, ich meine, das müsste reichen jetzt für die restliche Aufgabe. Wieder 40 Wissen, nice. Oh. Konzentrieren Sie sich auf diesen Punkt und merken Sie ihn sich. Konzentrieren. Oh, das war knapp, Leute, aber wir haben es noch geschafft. Bisher haben wir alles erfolgreich gemeistert, glaube ich. Ja, und er lächelt wieder, sehr gut. Ja, yeah, und jetzt kriegt wieder meine Mitschülerin einen in die Schnauze, so, bam. So, 10, Empathie. So, die letzten beiden Sterne, Leute. Koloportus Details nachlesen. Bitte gehen Sie für den heutigen Unterricht das Buch und Ihre Notizen durch. Ja, mache ich, Professor Flitwick, alles klar. Lesen. Ja, lesen ist echt schwer, Leute. Definitiv. Und damit haben wir den vorletzten Stern und ich nehme wieder Tapferkeit. Wir sollten zusammenarbeiten. Wir müssen uns an jedes Detail des Zaubers erinnern. Konzentrier dich. Konzentrieren. Rowan, wäre es eventuell möglich, dass du in den Sommerferien vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie eine tiefere Stimme bekommst, weil die hört sich scheiße an? Ja, also 4. Schuljahr und er hat immer noch eine quietsche Stimme. Ich weiß nicht, wieso. Also vielleicht kommt das ja, weil er irgendwelche giftigen Chemikalien in der Baumschule eingeatmet hat, um die Bäume halt, ne? Kann ja sein, weiß ich ja nicht. Ich glaube, Sie sind für einen Versuch bereit. Probieren Sie den Zauberspruch aus. Ja, Professor Flitwick, mache ich auch. So, Frage stellen, Zauber üben und zusehen nochmal. Und das müsste jetzt eigentlich den letzten Stern geben und es gibt den letzten Stern. Und ich nehme, oh, Münzen oder, ja, ich nehme Münzen, Leute. Es ist Zeit für meinen Zauber. Koloportus zaubern. Oh, wieder ein sehr interessantes Muster? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gibt es eine Verniedlichung von Muster? Musterchen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sage, Leute. So. Ja, das scheint erfolgreich gewesen zu sein. Sehr gut, Daniel. Dafür nochmal Empathiepunkte. Und jetzt haben wir die Aufgabe gemeistert. So, dafür kriegen wir nochmal Energiepunkte, Edelsteine, Empathie und Hauspunkte. So, jetzt habe ich es. Einsammeln. Kapitel 16 abgeschlossen. Das Sallys im Wald. 1000 Galleonen, 2000 Erfahrungspunkte. Wenn das mal nicht geil ist, Leute, dann weiß ich auch nicht. Einsammeln. Kapitel 17. Jahresende. Dein 4. Jahr in Hogwarts ist nun zu Ende. Aber wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Alles klar. Gut, Leute, dann gehen wir jetzt erstmal hier raus. Ah, meine Haare sind in meiner Brille eingeklemmt. Aha. Okay. Ja, das ist die letzte Sache, die wir jetzt noch machen müssen, Leute. Und die werde ich jetzt in der nächsten Folge mit euch machen, weil das eigentlich eine super Sache ist, dass wir
am Sonntag die letzte Folge quasi einleiten, bevor der Rhythmus sich ein bisschen ändern wird. Ich hoffe, es ist ganz gut rübergekommen in dieser Folge, was ich mir unter diesem Projekt weiterhin vorstelle und wie ich das machen möchte. Nächste Folge gibt es dann Fakten, Fakten, Fakten und natürlich das Ende des vierten Schuljahrs. Ich hoffe, ihr seid damit dabei. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal unten auf dem Logo und dann sehen wir uns morgen bei der nicht letzten, aber erstmal letzten Folge in diesem Rhythmus. Macht es gut und bis dann. Ciao zusammen.